habe ja zum Glück meine Zeitmaschine hier. Da muss ich mal drehen und in die Zukunft schauen, was da los ist, wie das so weitergeht mit diesem Coronavirus. Also ich werde mal hier jetzt dran drehen. So. Fried. Oh. Jetzt ist sie wieder stehen geblieben. Gibt es keine Zukunft mehr? Ich muss noch mal drehen. Na. Widerstehen. Die Zukunft, die schwankt ganz schön. Also irgendwas stimmt da nicht. Man kann sie auch gar nicht mehr stoppen. Die muss doch eigentlich vorwärts drehen in die Zukunft. Aber sie dreht vorwärts, rückwärts. Die Zukunft schwankt hin und her. Sie zeigt noch mehr von der Zukunft. Also Leute, was ich da gesehen habe, das gefällt mir gar nicht. Das ist wirklich alles merkwürdig. Jetzt kommt sie in Schwung. Ich merke schon. Ja, ich sehe schon langsam die Zukunft. Was ist denn da bloß los? Was mache ich denn da? Oh, ich muss mir erstmal das Klopapier zuschneiden. Ich habe ja schon einen ganzen Stapel hier. Es gibt ja kaum noch was in den Läden. Man muss ja Glück haben, dass man noch was kriegt. Man muss ja sparsam sein. Man muss sich das alles einteilen. Die ganze Rolle, die muss ich noch zerschneiden. Naja, ich habe ja Zeit. Ein Stapel habe ich schon fertig. Ich habe noch eine Idee. Ich werde die Milch jetzt noch mit Wasser verdünnen. Dann hat man mehr davon. Ja, wenn es draußen nichts gibt, dann müssen wir das mit Wasser verdünnen. Also, los geht's. Also die Idee war gar nicht so schlecht, die Milch mit Wasser zu verdünnen. Das ist ja die 3,5% fetthaltige Milch. Und wenn man die ein bisschen verdünnt, dann schmeckt sie wie die 1,5% fetthaltige. Die ist ja wahrscheinlich sowieso auch bloß verdünnt. Also haben wir die doppelte Menge. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe da eben ein Geräusch gehört. Ich muss mal gucken, was da los ist. Da ist ein Fremder. Was macht der? Wie ist der hier reingekommen? Hey. Jetzt sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Wer sind Sie denn?
Ich mach doch gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Wie kommen Sie in mein Haus? Gar nichts. Ich sehe schon. Wo haben Sie das her? Das ist doch alles meins. Das haben die mir gestohlen. Das kann doch nicht sein. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Ich wollte das gar nicht. Aber draußen gibt's nichts mehr. Und die Geschäfte sind alle leer und haben geschlossen. Was soll ich denn machen? Und da habe ich gedacht, ich nehme mir ein paar Rollen mit. Sie können doch nicht hier einfach einbrechen und mir das Klopapier klauen. Das kann ja wohl nicht sein. Also wie weit ist denn das schon gekommen heutzutage hier? Ja, ich habe nur gesehen, die Tür stand offen. Und dann dachte ich, da habe ich die Rollen da stehen sehen. Und dann dachte ich, Mann, da nimmst du dir schnell was mit. Aber es stimmt, es war verkehrt. Ich hätte sie fragen sollen. Wenn sie wüssten, die Leute gehen nicht mehr arbeiten. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen zu Hause. Und die Geschäfte sind leer. Die Welt ist zum Stillstand gekommen. Die ganze Welt. Haben Sie denn das nicht mitgekriegt? Nein. Ich habe immer zu Hause gesessen. Und habe das in den Medien so ein bisschen mitgekriegt, aber nicht so richtig. Tja, das ist ja schlimm. Also das nächste Mal müssen Sie fragen. Ich hätte Ihnen was abgegeben. So ist es ja nicht. Ich habe ja noch 3 Rollen hier. Ich merke schon. Ja, gleich bleibt sie wieder stehen. Die Zukunft, die schwankt ganz schön. Also irgendwas stimmt da nicht. Jetzt ist sie wieder stehen geblieben. Also das ist ein Ding. Jetzt habe ich die Zukunft gesehen. Jetzt habe ich in die Zukunft geschaut. Und das gefällt mir gar nicht. Das ist ja eine Krise. Eine Weltwirtschaftskrise. Ja, wo soll das denn enden? Mann, na die Zukunft sieht ja schlimm aus. Die Milch verdünnen, das Klopapier aus Haushaltsrollen zurechtschneiden. Hoffentlich bekomme ich noch meinen leckeren Bärenhonig. Tja Leute, da bin ich ja mal gespannt. Der Coronavirus, der ist ja nicht nur ein Menschenkiller, sondern ein Wirtschaftskiller. Ich bin da mal gespannt, wie das ausgeht. Also ich vermute mal, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Der Coronavirus, der verschwindet langsam, aber die ganzen Länder, die sind pleite. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das ausgeht. Man kann ja auch noch nicht mal weg, dass man sich sagt, ist gut. Ich fliege schnell in ein anderes Land. Ich habe das gesehen. Die haben ja die Flughäfen, da ist ja nichts mehr los, das ist ja alles leer. Und ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, das gibt's doch nicht. In keinem Land ist irgendwo, dass man da hin kann. Im Gegenteil, die sollen alle nach Hause kommen. Also da stimmt doch was nicht. Tja. Dann lassen wir uns mal überraschen. Also Leute, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn es was Neues gibt, dann gucke ich mal wieder an meine Zeitmaschine. Und dann mal sehen, was die Zukunft zeigt. Also tschüss.